Und schon wieder ist was kaputt. Und zwar kennt ihr das Ding, auch wenn es euch nicht bekannt vorkommt, klingt jetzt unlogisch. Das ist ein Wallwasher, das ist eine DMX-steuerbare LED-Leiste. Und die verwende ich, um diese Hintergrund, diese graue Hintergrund-Schaumstoff-Sache, die ich im anderen Studio habe, das klingt jetzt ziemlich anmaßend, das andere Studio. Also jedenfalls, um das hier gleichmäßig zu beleuchten. Und jetzt spinnt's. Ihr seht, es blinkert. Das sieht eher so aus, wie wenn in den USA die Polizei hinter dir her ist. Schaut mal lieber mal aus. Was ich jetzt mache in dem ganzen Video, ich habe nur keine Ahnung, was rauskommt natürlich, ist lebensgefährlich, wisst ihr ja. Experimente an Netzspannung sollt ihr nicht machen, das ist die übliche Warnung. Übliche Sicherheitsregeln beachten, aber es eigentlich lieber erst gar nicht tun. So, mein erster Fail war, als ich das hier zerlegt habe. Und zwar habe ich nicht gerafft, dass dieses Dingens hier aus zwei Modulen besteht. Jeweils 2, 4, 6, 8, jeweils 8 Module in einem. Und wenn man das aus der Schiene hier rauszieht, also wenn man es versucht rauszuziehen, dann verhakelt sich das natürlich hier, weil das Netzteil hier zu kurz ist, der Anschluss. Man sieht auch, ich habe es ein bisschen versucht, bis ich es dann irgendwann gerafft habe, dass hier was nicht geht und naja, also die Frage wollte ich jetzt nicht wirklich stellen. Richtig, wenn man vorgehen möchte, wäre hier alle wegzuschrauben, alle die ganze Blende wegschrauben, dann kann man diese Konnektoren hier lösen und dann geht es auseinander. Positiv ist jetzt eigentlich, dass sie da zweimal zwei Drähte verwendet haben, weil der Vorteil ist natürlich, dass das Ding mehr Strom tragen kann. Was mir aufgefallen ist, das Ding wird sakrisch heiß, auch im Normalbetrieb. So. Und jetzt sieht man relativ schnell, dass hier ein Schaltnetzteil drin ist. Ich walk euch mal noch ein bisschen weiter through. Also da ist ein Schaltnetzteil. Und am anderen Ende, da ist der ganze Spaß hier mit DMX-Eingang und DMX-Platine. Ist jetzt aber eigentlich nicht das Problem, sondern hier ist das Schaltnetzteil. Zum Glück ist es ein 12-Volt-Schaltnetzteil. Also die einfache Lösung ist natürlich, einfach das Netzteil zu ersetzen. Was mich etwas aufgeregt hat, und wenn wir schon mal im Zoom sind, zeige ich euch das gleich so. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel das Lamperl hier anschaut, da fehlt was. Das Ding hat schon beim Aufmachen ziemlich geklappert. Und jetzt habe ich gesehen, wo das Klappern herkommt, da hat's, scheiße, jetzt habe ich es ausgeleert. Da hat's diese ganzen Kunststoffdinger hier zerrissen. So richtig klar ist es mir nicht, wozu die eigentlich gut sein sollen. Klar, optisch, dass es abgeschirmt wird gegeneinander, weil die ja halb durchsichtig hier aussehen. Also ich bin nicht sicher, ob das jetzt die Wärme nicht aushält, das halte ich für relativ wahrscheinlich, oder ob das einfach jetzt ein Fabrikationsfehler ist. Was mir insgesamt auch nicht gefällt, wie gesagt, das Ding wird recht heiß und ich überlege, wenn ich das zum Laufen kriege, ob ich dem nicht einen Lüfter spendiere. Aber zurück zum Schaltnetzteil, das muss jetzt also erst einmal raus, weil vorher brauchen wir gar nichts machen. Aha, das haben sie auf der Rückseite festgeschraubt. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass sie das getan haben. Das Blöde ist, das Wissen nutzt einem nichts. Wenn man schon merkt, dass wenn ich jetzt hier diese Schrauben aufmache, dann würde zwar das Netzteil lose werden, ja, aber ich krieg's trotzdem nicht raus, weil das alles hier mechanisch ein bisschen verwuselt ist. Auf die Idee, dass man alle Blenden wegschrauben muss. Ja gut, da hätte man jetzt kommen können. Ich fand es jetzt nicht so super logisch. Naja, what else? So, das war jetzt wieder großartig. Aber wir kriegen, ja gut, die Versorgungsstecker kriegen wir weg. Das ist auch wirklich schon wieder schön gemacht, dass hier ein Stecker ist, den man sogar relativ problemlos wegkriegt. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, was hier im Eimer ist. Ah, toll. Die Platine ist in diesen Kühlkörper hier reingeschraubt. Das ist nicht überraschend. Man kommt natürlich auch nicht nah. Da müssen zuerst mal diese, was sind das, Leistungstransistoren? Wahrscheinlich erst einmal raus. Ist natürlich ein bisschen damisch, weil es ist dann schwer, nachher das Ding wieder auszuprobieren, wenn man es vor jedem Versuch wieder komplett zusammenbauen muss. Komm. Jetzt können wir gleich noch ein Review machen. Also, da haben sie eine Kunststoffisolierung gemacht, damit sie nicht ans Gehäuse kommen. Das Gehäuse ist natürlich geerdet, gar kein Problem. Hui. Achso, okay. Das Gehäuse ist ground. Deswegen war ich jetzt kurz am Überlegen, weil eben diese beiden Leistungsbauteile direkt auf das geschraubt sind, auf den Kühlkörper, aber der eine ist ganz klar primär und der andere ist ganz klar sekundär. So, die üblichen Verdächtigen wären natürlich hier die Salade-Elko und der Start-up-Kondensator. Das könnte jetzt der sein, also jedenfalls der, der nachher die ganze Chose hier versorgt. Was haben wir sonst noch an Kondensatoren, die es sein könnten? Naja gut, Quality Control passt. Dann muss ja alles in Ordnung sein. Auf der Rückseite ist ein bisschen Elektronik, okay. Also ich rate jetzt einfach mal, dass der Elko hier einen Knall hat. Bei der Hitze, die da drin ist, wäre das auch kein Wunder. Ich mache mal den raus und schmeiß den durch meinen Tester.
So, das ist jetzt besser als erwartet. Verlust 0,4%. Das sieht eigentlich gut aus. Also 75 μ, 82 μ steht drauf. Blöd. So, zweite Chance. Und zwar vermute ich mal, dass der Elko derjenige ist, der letztendlich nachher den Chip betreibt. Sicher bin ich mir nicht, sieht aber so aus. Und jetzt könnte es natürlich auch noch sein, dass der trocken ist. Bauen wir mal den aus. So, jetzt habe ich den auch noch ausgelötet und mit Anschlüssen versehen, dass man auch was messen kann. 22 μ steht drauf. 22 μ ist drin. Scheiße. Weil ich den Messgeräten jetzt nicht so wirklich traue, eigentlich mehr so als Gegenprobe, habe ich jetzt von einem ehemals funktionierenden Schaltnetzteil, eins, das ich mal getestet und zerlegt habe, jetzt hier einen passenden Elko hier für den Lade-Elko und für diesen Start-up-Betriebs-Elko rausgezogen. Witzigerweise sind die Werte genau gleich. Naja, mei, was für ein Zufall. Wenn wir das ganze Ding nochmal in Betrieb nehmen. Ach so, Schaltnetzteile sollte man, außer man weiß es besser, nicht ohne Last betreiben. Und jetzt stecken wir es mal ein. Und wir haben Licht. Das ist jetzt der Hammer. Also die Messgeräte sind mäßig zu was zu gebrauchen. Also wir haben nur auf einer Seite, weil ich jetzt auch nur eins eingesteckt habe. Ich kann sie jeweils nicht lang anlassen, weil natürlich jetzt die Leistungshalbleiter nicht mehr gekühlt werden. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erst einmal den Elko wieder wegmachen, um auszugrenzen, ob es jetzt der war oder nicht. Ich würde eigentlich eher auf den Lade-Elko tippen, aber das würde natürlich heißen, dass die Messgeräte so eher von fraglichem Sinn sind. Mal gucken. So, jetzt ist er draußen. Und wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, jetzt geht's, weil bei dem könnte ich mir das Verhalten am besten erklären. Steck ich mal ein. Ah ja, ich habe es natürlich jetzt falsch gesagt. Also jetzt geht's nicht. Es geht auch wirklich nicht, weil ich das Ding nämlich vom Trenntrafo getrennt habe. Ja, bei Arbeiten an elektrischen Anlagen, auch wenn es sowieso etwas ist, was ihr nicht machen sollt, ist es immer sinnvoll, wirklich sicher zu sein, dass kein Strom drauf ist. Und wenn ich hier die Leitungen rausziehe, dann bin ich hier wirklich total sicher. Nächster Versuch. Tja, so kann man sich täuschen. Also der Elko war es nicht. Jetzt mache ich mal die Gegenprobe und baue jetzt auch mal den hier wieder ein. Das ist der Lade-Elko, der vorher drin war. Weil möglicherweise war es bloß eine kalte Lötstelle oder was, die ich jetzt durch meine Löterei wieder gerichtet habe. Also ich muss euch sagen, am liebsten wäre es, wenn es jetzt nicht gehen würde, weil dann habe ich einen Gedanken, was kaputt gegangen ist. Und dann kann ich durch das Ersetzen von dem Elko die Sache mit gutem Gewissen als repariert betrachten. Scheiße, es geht. Na, das ist ja der allerbeste Fall. Jetzt spare ich knallhart den alten Elko wieder ein. So, jetzt habe ich noch schnell die Handschuhe ausgepackt. Eigentlich nicht, weil sie notwendig sind, sondern weil ich das, ich glaube, im King of Random gesehen habe. Und die sehen einfach cool aus. War das jetzt Werbung? Ist jetzt scheißegal. Na, ich verlinke sie nicht, also ist keine Werbung. Also schauen wir uns das Netzteil nochmal schnell in der Großaufnahme an. Und zwar finde ich das Ganze eigentlich ganz gelungen. Also hier geht die Spannung rein. Dann haben wir erstmal einen Störkondensator. Wenn man jetzt da hier auf der Rückseite weitergeht, dann sieht man, dass hier eine echte Sicherung hier in Reihe geschaltet ist. Dass hier noch einen echten Kondensator, einen Folienkondensator dürfte das sein. Das ist übrigens wirklich ein Kondensator, ich habe nachgeschaut. Dann, dürfte eine stromkompensierte Drossel sein. Dann ein Gleichrichter. Jetzt hier, das dürfte ein Snubber-Network sein, also mit dem Leistungstransistor zusammen, eben um die Spannungsspitzen beim Abschalten hier zu begrenzen. Das ist der Lade-Elko. Und der Elko mit der Diode da unten irgendwo sollte eigentlich der Spaß sein, der hier die Regelung versorgt, um eben das Teil zu betreiben. Hier ist der Rückführungsteil. Also hier ist ein Optokoppler, der dient eben dann zur Regelung, also zum Messen der Spannung. Da können wir auch, wenn wir gleich schon dabei sind, können wir hier gucken, ne? Das Netzwerk hier bestimmt die Spannung und liefert dann eben über den Optokoppler das Feedback-Signal. Hier haben sie noch Bohrungen gemacht. Das Clearing hier, also der Abstand, ist gut. Da kann man sich jetzt nicht drüber beschweren, ob jetzt hier dieses eine Stück Lötzinn wirklich notwendig gewesen wäre. Da dürfen sich jetzt die Fachleute gerne streiten. Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Ja, der Kondensator ist zugelassen. Das ist ein Y-Kondensator. Warum? Weil die HF-Störungen, die hier über den Übertrager kapazitiv in den Bereich einkoppeln, die müssen irgendwie wieder zurück, sonst habt ihr die nachher da rumfliegen. Und das ist im Prinzip der Kurzschluss für die HF-Störungen. Jetzt sind wir schon gleich im Niederspannungsbereich. Das hier ist eine Doppeldiode. Deswegen wird das Zeigel also warm.
Und dann haben wir noch jede Menge Elkos und noch eine Drossel. Naja, gut, da habe ich nicht weiter nachgeschaut. Wird schon so sein. Hier kann man jetzt die Spannung noch ein bisschen eintrimmen. Also so summa summarum habe ich so keine Einwände. Die Punkte, die mich immer stören, sind hier eigentlich ganz gut realisiert. Ja, ich gebe es zu, ich bin selber gespannt, ob das Zeug nachher funktioniert, weil der Effekt ist ja wahrscheinlich, man baut den ganzen Spaß hier zusammen, alles wieder schön eingebaut und dann lässt man es eine Weile Probe laufen und dann fliegt es einem um die Ohren. Also ich denke ja, dass es dann gar nicht funktioniert. Weil im Moment ist meine einzige Erklärung, dass ich irgendwo, geh rauf, du blöde Schraub, dass ich irgendwo ein Haares in dem ganzen Spaß hier hatte, den ich jetzt durch meine Löterei beseitigt habe. Das ist ein bisschen ein komischer Haares, weil er so regelmäßig war, dass eben diese Elko getrennt war und das Ding dann mit 100 Hertz versorgt hat. Wichtig ist jetzt, und deswegen schraube ich das hier auch zusammen, dass eben jetzt die Dinger hier auf dem Kühlkörper sind, weil die Verlustleistung ist doch so immens. Man hat es schon leicht gerochen, als ich diese am Tisch im Leerlauf gehabt habe. Und eigentlich sollte man jetzt pingelig sein und das Gehäuse hier auf dem Aluprofil eigentlich auch mit Wärmeleitpaste drauf machen, weil irgendwie ist das ja bescheuert. Aber jetzt mal für den ersten Versuch lasse ich das jetzt einfach mal so Probe laufen. Ich habe schon gesagt, ihr sollt solche Eingriffe bei Netzspannungen auf keinen Fall machen. Da ich es aber trotzdem mache, möchte ich noch mal kurz gucken, ob meine Isolation noch stimmt. Es dürfte eigentlich nichts schief gegangen sein, weil da eine Isolationsschicht dazwischen war. Okay, passt. Auch kein Kurzschluss. Passt. Das Piepsen war jetzt hier. Genau, das war was anderes. So, dann eben mal rein damit. Und wieder lustig anschließen und gucken, ob es uns um die Ohren fliegt. Stecker rein wäre hilfreich. Licht aus, bitteschön. Ui. Irgendwas hat da geknackt. Okay, das war's. So, jetzt habe ich ein bisschen rumexperimentiert und bei der ersten Messung hat's ausgeschaut, wie wenn der MOSFET hier im Eimer wäre. Deswegen habe ich ihn ausgelötet. Wenn ich ihn aber jetzt hier einbaue und in den Tester reinschmeiße, dann sagt er genau das, was er sagen sollte. Und ich habe nochmal zwischen Drain und Source gemessen, wo es jetzt für mich aussah, wie wenn da ja, zu wenig Spannung abfällt. Also wie wenn man die Bodydiode nicht gescheit messen könnte. Also wenn die durchligiert wäre, die Kurzfassung. Nee, ist nicht. Blöd. Jetzt habe ich noch ein paar Lötstellen hier nachgelötet, aber langsam sieht's ein bisschen aus wie Ende Gelände. Weil egal, was jetzt noch kaputt ist, also ich habe natürlich nachgemessen, dass von der Netzspannungszuführung bis zum Lade-Elko, dass hier alles okay ist. Ne? Also hier ist keine Sicherung durchgebrannt, hier ist alles in Ordnung. Und egal, was jetzt noch kaputt ist, ich könnte noch schnell die Doppeldiode hier nachmessen, weil die ist auch noch zu ersetzen, wenn sie im Eimer wäre. Wenn was anderes kaputt ist, kann ich es eh nicht ersetzen. Also, das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber die Doppeldiode sieht gut aus. Ich löte ihn jetzt nochmal ein, schalte nochmal kurz ein. Wenn es was anderes ist, dann werde ich einfach ein neues bestellen. Das hat dann keinen Sinn mehr. So, aber bevor ich jetzt hier noch weiter mehr oder weniger sinnlos da rumlöte, rumexperimentiere, habe ich mir gedacht, jetzt schau dir mal das Video an. Ich habe zwar nur leicht knacken gehört, aber man ist ein bisschen unsicher, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und vielleicht war es ja nur ein Knacken, weil irgendwie der Übertrager, den man jetzt hier im Bild sieht, was weiß ich, eingeschaltet wurde und ich es irgendwie übertrieben habe. Wie auch immer, lange Rede ohne Sinn. Wir können jetzt hier mal Frame per Frame durchgucken. Hier ist noch nichts passiert. Und hier seht ihr jetzt, hier in dem Bereich, oh, da ist was passiert. Hier die kleinen Wunderkerzen. Und wenn ihr genau guckt, dann seht ihr auch hier, ich mach mal Frame vor zurück, da seht ihr, dass hier was passiert, dass hier was passiert, hier und auch hier. Also da ist echt was geboten. Dann gehe ich ein Frame weiter, jetzt habe ich reingezoomt, da sieht man nichts. Und jetzt gehen wir nochmal weiter und jetzt schaut mal hier. Hier fängt schon langsam an, Qualm über den Übertrager rüber zu ziehen. Und es verdünnisiert sich dann. Es ist ein bisschen schwierig einzuordnen. Ich bringe euch mal die auf dasselbe Bildniveau. So, jetzt ist die Größe gleich. Und jetzt, wenn ihr jetzt hier guckt, dann seht ihr jetzt hier das Zeug rüber. Und zwar, es sind ein Frame. Ein Frame ist eine 25. Sekunde. Also 1, 2, 3, 4. Und hier sieht man schon, dass hier so der erste Rauchschwaden rüberzieht. Vom Luftstrom her kann das sein. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Ich habe das jetzt in Photoshop geladen, weil das ein bisschen schwierig sonst nachzuvollziehen ist. Und das Komische ist, wenn man sich jetzt hier anguckt, ich kann hier das mal umschalten wieder. So. Also hier sieht man was. So, hier, das seht ihr, wenn ich die Frames wegschalte. Und jetzt schaut ihr mal hier, hier ist was. Ja, hier ist was und hier auch.
Also, wenn man das jetzt mal so nachmalt, so, das ist komisch, das Stück hier, weil das irritiert. Was ich jetzt sagen möchte, was ich jetzt zuerst gedacht habe, oh, vielleicht hat es das hier aus dem Elko raus. Man muss auch wissen, der Elko hier ist tiefer als die Wand von dem Übertrager da. Also der sitzt deutlich tiefer. Also es kann hier so, kann der Funke nicht rausgekommen sein. Das ist unmöglich. Auch muss der Funke ja hier rübergegangen sein. Warum er jetzt hier abgezweigt hat, keine Ahnung. Und das hier, da könnte man denken, das wäre so gelaufen. Das ist komisch. Und hier auch. Hier habe ich erst gedacht, nur vielleicht war das so. So quasi ein V, ein großes V7 oder irgend sowas. Jetzt kommen bestimmte Effekte zusammen, wo ich mir nicht sicher bin. Da könnt ihr gerne jetzt klugscheißen. Wir haben noch einen Rolling Shutter, ne? Das ist eine Videokamera, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit von oben nach unten abtastet. Und zwar mit eben 25 Frames per Second und hier einer gewissen Belichtungszeit, die habe ich jetzt nicht im Kopf, die wird irgendwo so um 80stel gewesen sein. 40stel, 80stel. Also wird der von oben nach unten abtasten und je nachdem, wie sich das hier bewegt, können hier noch interessante Effekte auftreten, weil das hier sehr schnell passiert. Es passt alles nicht so wirklich. Der Rauch, der hier rüber gezogen ist, ich habe erst gedacht, vielleicht kommt er aus dem Übertrager, vielleicht war der Weg so, dass es hier aus dem Übertrager rauskam. Macht aber auch keinen Sinn, wegen diesem Bereich hier. Dritte Idee. Vielleicht ist es aus dem Elko raus und dann irgendwie so blablabla. Und wo auch immer das hier herkommt, verstehe ich nicht. Und auf was ich mich jetzt so ein bisschen eingeschossen habe, hier, es kommt aus dem MOSFET, das hier irgendwo, vielleicht habe ich irgendwas bei der Isolation verwurstelt, das ist hier aus dem oberen Bereich, so knapp hier aus dem MOSFET kam. Warum es jetzt hier abgebogen ist, das ist irgendwie so die Magic Bullet. Dann ist es vielleicht hier raus, vielleicht sogar zufällig in den Übertrager rein und es hat nachher dann rausgeraucht hier, weil hier ein grünes Teil aus dem Übertrager raus. Also es ist schon schwierig. Hier, so. Also man kann sich so zusammenbasteln, aber so wirklich verstehen tue ich es nicht. Auch, wie gesagt, die Idee aus dem Elko raus. Das kann ich vorausschicken. Ich habe alles angeguckt unter dem Mikroskop und nichts gefunden. Also vor allem hier die Oberfläche, die ist super sauber. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist hier an der Seite. Da bin ich entweder mal im Schraubenzieher leicht abgerutscht. Da ist es schwierig. Da könnte man es so sehen, wie wenn hier ein kleiner Spalt wäre. Aber da ist nichts zu sehen. Hier am Elko ist nichts zu sehen. Und hier am Elko ist nichts zu sehen. Was nehmen wir jetzt damit? Naja, ich weiß nicht, was hier hochgegangen ist, aber es ist definitiv ein Bauteil beschädigt worden. Das Tauschen von den Elkos hat nichts gebracht. Den hier habe ich durchgemessen, es war okay. Was auch okay ist, ist der Durchgang der Netzspannung hier durch den Filter. Ich weiß nicht genau, wie es läuft, irgendwie so. Also von da bis da Netzspannung passt. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen, Sicherung durch oder hier der Filter durch. Ich weiß es nicht. An der Stelle muss ich sagen, das Ding liefert so 70 bis 100 Watt, je nachdem, wie groß der Wirkungsgrad ist. Es kommt mir eher ein bisschen klein vor. Und das Billigste war jetzt wenn man mit vernünftigem Aufwand weiterkommen will, da ich das eh, ja, speziell verbaue. Wenn ich jetzt hier ein Netzteil für Laptops nehme, das ist 12 Volt, 100 Watt, kostet irgendwo so 25 Euro. Damit ist die Sache dann erledigt. Und ich weiß, was ihr jetzt ernsthaft und auch mit einer gewissen Berechtigung sagen werdet. Sag mal, da ist doch garantiert noch Garantie drauf. Stimmt. Aber ja, das habe ich jetzt nur für euch gemacht und das klingt jetzt wahnsinnig angeberisch. Nee, ich wollte tatsächlich, als es kaputt ging, habe ich mir gedacht, das könnte auch ein Review werden, weil jetzt schauen wir uns das Ding mal von innen an, weil es hat mich ja eh interessiert, warum das Ding so blöde klappert. Und jetzt ist es im Prinzip, auf Kosten von dem Netzteil, habe ich euch jetzt halt hier ein Video geliefert, wie so ein Teil von innen aussieht. Ja, wie war das? Ein Like für die Mühe wäre schön. Ich möchte euch eine Kleinigkeit nicht vorenthalten. Das Ganze ist ja DMX gesteuert. Das ist ein serielles Protokoll. Das läuft hier rein. Und ja, am Ende des Tages ist hier eine kleine Ansteuerung und da geht dann hier so ein Kabel raus. Ja, wenn man die Lampe anguckt, denkt man sich, naja, okay, RGB, Masse, die sind alle gleich. Nee, sind sie nicht. Die kann man in Gruppen schalten. Das heißt, hier kommt ein Protokoll raus. Man hätte auch vorher drauf kommen können, weil sonst, wenn alle auf einmal an wären, dann wäre das wahrscheinlich hier die Leistungsstufe und dann wären die erstmal dicker und zweitens mal gäbe es hier ja, diese Versorgungsleitungen. Und hier sieht man ein paar Widerstände. Wozu sind jetzt die gut? Ja, die Durchbruchsspannung oder die
Brennspannung der LEDs sind nicht gleich. Die roten haben eine niedrigere, die blaue haben eine höhere. Und wenn man die mit konstanter Spannung betreibt, was jetzt hier wohl der Fall ist, dann muss man da Vorwiderstände vor die LEDs machen. Es gibt eine bessere Lösung, die ist energetisch sinnvoller, wenn man drei verschiedene Spannungen nimmt. Dass man eben wie die für die rote und für die grüne absenkt, zum Beispiel. Wenn man jetzt drei Schaltnetzteile verwendet, dadurch kann man Energie sparen, die dann hier nicht frei wird. So, und auf der anderen Seite sieht man diesen Chip. Das ist ein MBI6023. Das ist ein LED-Driver und 3x4 Konfiguration. Das heißt, 3x4 Konfiguration, wir haben drei Kanäle, rot, grün und blau, und der kann vier LEDs ansteuern. Das Ding ist ganz witzig, das hat so ein SPI-mäßiges Interface und kann kaskadieren. SPI klingt jetzt ziemlich hochgestochen. Eigentlich ist es nur, dass der Chip einen Clock kriegt, also der sagt, wann Daten anliegen, und er hat Daten seriell raus und Daten seriell rein. Chip Select wird bei so einer Konstellation nicht wichtig sein. Der könnte das Ganze mit konstant Stromquellen treiben. Ja, aber das reicht von der Leistung her nicht. Und wir haben ja vorher die Widerstände auf der anderen Seite gesehen. Ich drehe es nochmal. Und wenn man da genauer schaut, dann sieht man nicht nur Widerstände, sondern das dürften auch Transistoren hier sein. Also ich sage jetzt einfach mal, sie haben die als Leistungsbooster verwendet. Aber dadurch, dass sie jetzt hier halt Transistoren haben, können sie keine Stromregelschleife mehr bauen. Und deswegen müssen sie hier ein bisschen Leistung an den Widerständen verbraten. Blöd, aber ist so. Aus der Praxis erzeugt dieses Dingens überhaupt kein Flimmern. Das heißt, die Sache mit der PWM-Frequenz haben sie recht geschickt gemacht. So könnten wir jetzt eigentlich zufrieden sein mit dem Teil. Ich mache jetzt hier gerade Werbung für das Ding. Ja, dann gehen wir doch gleich in die Werbepause. Und zwar wird dieses Video wieder von PCBWay unterstützt. Bei PCBWay, das wisst ihr inzwischen schon, aber manche von euch fragen trotzdem wieder nach, wie jetzt der hieß, mit dem ich hier zusammenarbeite. Also, PCBWay könnt ihr Platinen machen lassen. Schaut mal einfach online auf die Homepage, welche Varianten es da gibt. Die machen das Zeugs auch selber. Das ist jetzt keine Brokerei. Da gibt's hier schon schöne Bilder davon. Schaut einfach auf dem Link unten in der Videobeschreibung. Und nochmal vielen Dank an PCBWay für die freundliche Unterstützung dieses Videos. Ich habe euch ja angelogen. Ich habe gesagt, ihr habt ein Laptop-Netzteil bestellt. Nee, das stimmt nicht. Ich habe ein LED-Netzteil bestellt. Ich habe jetzt auch noch keine Erfahrung damit. Ich weiß, es werden Fragen kommen, deswegen verlinke ich das unten in der Videobeschreibung. Das Ganze müsste 12 Volt 8 Ampere haben. Das reicht, das habe ich nachgemessen. Also es kommt mir eh zu viel vor. Hat den Vorteil, das werden wir es aber gleich ausprobieren, dass wenn das Ding unter Volllast läuft, dass hier die Verlustwärme, die gucken wir uns nachher noch mit der Wärmebildkamera an, dass die natürlich ein Teil davon hier ist. Wie viel auch immer, ich hätte jetzt gesagt 10%, wenn das Ding mit voller Kanne läuft, sind es 8 bis 10 Watt. Naja, okay. Schaut aber auch nichts, das woanders zu haben. Smoke-Test. Was macht das grüne Licht? Na, ihr wisst schon. Der Vorteil ist jetzt gegenüber den Laptop-Netzteilen, die haben sich jetzt hier wenigstens getraut, hier einen gescheiten Stecker hinzumachen. Und jetzt stecken wir mal rein, ne? So, das ist jetzt eine G, aber selten. Ich muss es ja eh wieder auseinander machen, wenn ich das Ganze permanent betreiben möchte. So, was wir jetzt sehen... Wir sehen, boah, ist das hell. Wir sehen, es leuchtet hell. Und was ihr jetzt hier seht gerade, das sind die Vorwiderstände, von denen ich geredet habe. Hier. Wir lassen das jetzt einfach mal eine Weile an und gucken, was an dem Ding wirklich warm wird. So, das waren auf jeden Fall jetzt über 10 Minuten und heilige Scheiße. Also der FLIR sagt 70 Grad, 71 Grad. Ich sage jetzt an der Stelle immer, reflektierende Oberflächen sind gefährlich. Also es ist tatsächlich so heiß, dass man es eigentlich nicht mehr anfassen kann. Das Netzteil ist lauwarm. Man soll wieder im Auge behalten, das ist natürlich jetzt bei Vollaussteuerung. Ich gehe mal zurück auf, ich schalte mal eine LED-Gruppe ab, weil das ist eigentlich mein normaler Use Case. Falls ihr mir das vorher nicht geglaubt habt, im Moment zieht das Ding jetzt 88 Watt, Pi mal Daumen. Und hier kann man auch ohne DMX-Steuerung da ein bisschen rumsteuern. Und deswegen, ach, da war ich eigentlich schon richtig. So, ich gehe jetzt auf Color. Enter. Und jetzt nehme ich mal den Rotanteil weg. Das kann man von 0 bis 255 einregeln. So, das war's. Und jetzt sind wir bei 65 Watt. Also so 20 Watt pro Farbkanal. Mal gucken, was das für die Temperatur bedeutet. So, von der Temperatur her hat es ein bisschen was gebracht. Gefühlte 5 Grad so ungefähr. Wir sind jetzt auch bei 65 Watt. Ja, ist jetzt keine weltbewegende Verbesserung. Ich möchte aber, das zeige ich euch schnell, sowas in der Art probieren. Ich habe nämlich hier einen Lüfter bestellt. Das ist ein 12-Volt-Lüfter. Und ein Lüftergitter, dass keiner seine Finger da reinbringt. Passen zufällig aufeinander. Passen hier theoretisch ja nicht ganz. 12 Volt, wie gesagt, das hätte einen PWM-Eingang des Dingens. Oder einen Tachoausgang, bin nicht sicher. Ich benutze es aber nicht. Ich werde ganz fantasielos 50 Ohm in Reihe schalten.
dann wird der sehr leise, aber der sorgt eben für den gewissen Grunddurchzug dann in dem U-Stahl hier. Dadurch, dass jetzt natürlich auch kein Schaltnetzteil mehr drin ist, wird die Luft auch nicht so arg beeinträchtigt, sollte die Temperatur insgesamt absenken. Ich zeige es jetzt nicht im Detail. Erstmal sind wir nicht bei Alice Bastel und zweitens mal keine Lust. Da machen wir jetzt irgendwelche Holzklötzchen oder was rein, damit man da schöne Schraube reinmachen kann. Nicht mit Heißkleber festmachen. Ich glaube, er kommt drauf, warum. Das Ganze auf der anderen Seite, ihr habt zwei Gitter bestellt. Ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung. Und dann sollte das Ganze auch etwas dauerhafter kühl bleiben. Ja, muss man auch noch sagen, bei mir im Studio fällt halt dann das Endstück hier weg und ich kann es dann mit dem hier natürlich nicht mehr festschrauben. Ist aber jetzt nicht ganz so tragisch, weil ich das gerade eh nicht verwendet habe, weil die Dinger, wenn sie am Boden stehen, ist das wurscht. Ideen-Update. Ich habe ein bisschen gespielt und ich habe an der Zugentlastung gedanklich rumgefummelt. Und dann hatte ich die Idee, ich habe einfach diese Kaltgerätebuchse aufgedremelt, aufgefräst. Dann habe ich beschlossen, dass eigentlich da das Endstück des Netzteils ganz gut reinpasst. Das heißt, wenn ich jetzt das hier werde ich jetzt noch vergießen, dann habe ich mir jetzt einfach eine neue Buchse gebaut. Die geht hier hinten auf 2x75, müsste reichen für die 10 Ampere, knapp. Ja, bei der Polung muss man aufpassen, aber so clever wird es ja wohl sein, dass er jetzt hier nicht Kabel verwendet, was nicht gepolt ist. Und jetzt, ich krieg's nicht mehr raus. Also ich habe das letztendlich mit diesen 5-fach-Vakuumklemmen zusammengefummelt. Und zwar die, wo man auch Litzen reinmachen kann. Weil sonst gibt jetzt hier diese Löt- und Schrumpfschlauchorgie los. Das hat sich jetzt tatsächlich so verklemmt, dass es nicht mehr rausgeht. Also egal. Auf Lüfterseite. Das Dadat im Prinzip schon so gehen. Also die unteren zwei Schrauben, da könnte man etwas längere nehmen. Die eine geht dann, die andere passt natürlich gerade nicht. Ja, okay. Also wie gesagt, da könnte man sich was einfallen lassen. Da könnte man auch diese zwei Komponenten Klebepaste, Reparaturpaste nehmen und da Löcher reinbohren und das dann da reinschrauben. Ich habe aber gesehen, dass das mit der Variante von Widerstand, was ich jetzt gewählt habe, ist mir das Ding zu laut. Also im Moment muss ich sagen, ich werde es jetzt mal riskieren, das Ding so zu betreiben. Und jetzt gucken wir mal, ob das andere auch ausfällt oder ob das Zeug stabil bleibt. Also es wird irgendwann mal auf meinem Kanal mal so eine Wrap-up geben aller Dinge, die ich repariert habe, wie lange die gehalten haben. Der Kleber ist noch nicht ganz trocken, aber sei es drum. Also hier kommt jetzt... C-Fix. Jetzt habe ich die Hand schon wieder da liegen. Ja, egal. Also das kommt jetzt... Das könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, oder? Das kommt jetzt hier rein und dann ist das eigentlich auch sauber. Schön ist auch, ich habe da jetzt sozusagen mein eigenes 12-Volt-System geschaffen, weil auch die LED-Scheinwerfer mit diesem 12-Volt-Stecker hier funktionieren. Das heißt, ich werde jetzt immer diese 100-Watt-Netzteile kaufen. Für mich ist das Ganze jetzt so ein halber Fail, weil ich hätte schon gern in dem Teil hier den Fehler gefunden, aber es war eigentlich dann nicht mehr machbar, weil es auch wirtschaftlich dann völlig der Mega-Totalschaden gewesen wäre. Ich bin zufrieden, weil mein Gerät hier wieder funktioniert und weil ich, wenn das der nächste kaputt geht, auch gleich weiß, was ich da machen soll. Falls sich ja der ganzen Sache was ändert, also falls ich jetzt bei dem Netzteil hier Erfahrungswerte habe, ich schreibe das immer in den angepinnten Kommentar da unten in der Videobeschreibung, findet ihr die Links auf die ganzen Sachen hier und im angepinnten Kommentar alles, was als Updates sich ergeben hat. Also vielleicht taugt das Netzteil ja nichts oder stirbt relativ schnell. Falls euch das Ganze interessiert hat, würde es mich freuen, weil ihr könnt dann gerne hier oben weiter gucken, weil da ist ein Video, was der Hausherr euch empfohlen hat. Und hier oben auf der anderen Seite ist mein letzter Upload. Der ist sicher total super. Und falls ihr euch für Filme, Funk, Fernsehen, Medien, Streaming, was weiß ich, Serien interessiert, dann schaut doch mal bei meinem Zweitkanal nach Filmbrain. Da gibt's auch immer wieder ganz interessante Filme. Muss ich wissen, ich habe sie gedreht.